Aber erstmal Level Up für Minsk. Da stelle ich den Schwierigkeitsgrad allerdings runter, weil es könnte sein, dass er mehr als nur einen Lebenspunkt kriegt. Ja, drei. Attribute, ein Wirbelwind. Einverstanden. Schwierigkeitsgrad wieder hoch. Als nächstes ist dann Keldon demnächst dran. Ja, keine große Herausforderung. Okay, in voller Rüstungsmontur sind wir da durchgetaucht. Tauchen wir mal zurück. Ja, obwohl das Wasser trüb ist und der Dampf von den heißen Quellen. Ihr taucht so rasch wie möglich durch den Tunnel und schwimmt zum anderen Ende. Also ja, und da können wir auch durchtauchen, hieß es. Ach so. Das heißt, wir können nur durch den einen durch. Auch gut. Würde mich nicht wundern, wenn wir da durchtauchen, da unten rausgehen, in einen Raum kommen, der dann wieder durch die andere Tür in den Hauptraum führt. Was möchtet ihr? Oh. Die Jungs kenne ich doch irgendwoher. Das wird euch nicht stärker schmerzen. Nächstes Mal. Ja, die können krank machen, soweit ich weiß. Nee, Fähigkeitswert gesenkt. Habe ich jetzt irgendwie Zauber verloren? Keine Ahnung. Fragt nur. Ja. So, im Moment, du gehst gucken nach Fallen. Vanessa, du füllst hier. Ihr sammelt genügend Flüssigkeit, um das Fläschchen zu füllen. Ja, Trank des Wasseratems. Mit Hilfe dieses Tranks könnte die Luft wesentlich länger anhalten, als es normalerweise möglich wäre. Das Fläschchen erhält genau eine Dosis. Dieses sollte ausreichen, um durch einen der längeren Tunnel zu schwimmen. Ich warte. Okay, okay. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Nein, du sollst knacken. Danke. Oh, Pfeile und Bolzen und Kugeln. Das ist immer gut. Noch eine Stein-zu-Fleisch-Schriftrolle. Und wertlose Geschosse. Die sammeln wir mal bei Yahira. Du kannst die gleich verwenden, eigentlich die Dreier. Ach, mach gleich alle 81 daraus. So. Ja, keine Gut. Nun gut. Das heißt, wir müssen jedes Mal hierher zurücktauchen, wenn wir die Flasche füllen wollen. Um durch einen der Tunnel zu tauchen. Ach, wobei, Bolzen will ich verkaufen. Aber ja, Schwierigkeitsgrad runter. Quick Save machen, Keldon upleveln. Ich bin bereit. Drei Trefferpunkte, ein Sagenkunde. Noch ein Deva herbeirufen. Schwierigkeitsgrad wieder hoch. Sagt nur, was immer ihr wünscht. Also ich habe drei Möglichkeiten. Hier ist es einfach zu unheimlich. Hier ist dieser gekringelte Kreis, der auch hier zu sehen ist. Das heißt, ich werde das wahrscheinlich als letztes nehmen.
Ja. Der Tunnel windet und dreht sich. Es ist zu gefährlich, um eine Seilsicherung und eine Sauerstoffversorgung hier zu tauchen. Ihr werdet wohl später zurückkommen müssen. Okay, ich brauche dafür auch eine Seilsicherung. Das heißt, ich kann nur noch durch den hier, oder? Ja. Ihr taucht so rasch wie möglich durch den Tunnel und schwimmt zum anderen Ende. Ah, das sieht wieder so Elifinen-mäßig aus. Aber auf jeden Fall ist unsere Flasche jetzt leer? Nö. Los, spuck es aus. Also hier lang? Nein, Kuotau. Oh, Mist. Das wird auch viel stärker Schmerzen als du. Auf geht's. In Kuotau, ja? In Kuotau. So. Okay. Ja, Hera, halt dich. Ich helfe, wo immer ich kann. Schwerter statt Wörter. Vita, Mortis, Kario. Keine große Herausforderung. Jede Menge Kuotau-Bolzen, die ich nicht unbedingt brauche. Und den Ring auch nicht unbedingt. Ach, herrje. Was für Elementare? Ist was los? Verstanden. Ich warte auf Obstina. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Gegen die hätte ich Austrocknung anwenden können. Okay, wenn nochmal welche kommen, dann trockne ich sie aus zum Eingang. Ah. Es wurde Alarm gegeben, weil Quasigas Lagerstätte ist verriegelt. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Okay. Ah. Kuotau Hauptmann. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Okay, gib mir eine abscheuliche Austrocknung. Was kann ich tun? Wer hat die abscheuliche Austrocknung? Hat die überhaupt jemand? Das ist Finger des Todes. Ich bin bereit. Ich dachte, ich hätte dir die gegeben. Kritische Wunden verursachen? Nein. Schwere Wunden verursachen? Oder war das der da? Nein. Es muss ein Magierzauber gewesen sein. Oder bin ich gerade im falschen Spiel? Ja, da. Abidazims abscheuliche Austrocknung und wir haben sie nicht gelernt. Scheiße. Ich warte. Ihr habt es so gesagt. Ja, schön. Ja. Minsk und wo immer Minsk. Würde aber gerne. Die Augen. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. Okay, aua. Was immer ihr wünscht. Ich warte, wenn ihr es wollt.
Ja. Das heißt, wir sollten mal größere Heilungen einsetzen. Der Raum da drüben sieht aus wie eine Kampfarena. Und recht groß ist es hier ja zum Glück nicht. Es gibt nur wahrscheinlich die zwei Räume hier. Natürlich. Okay, Freunde sind da drin. Okay, okay. Jede Menge. Was ist das denn? Olhydra, oh Gott. Ausprobieren. Okay, ja, Talisa, du ziehst dich mal zurück und heilst dich ganz groß. Führt mich an, mein Freund. Ich hätte ich auch gemacht. Okay. Wirken magische Geschosse? Nein, Magiewiderstand, Mist. Ja. Nun gut. Vita. Du musst wohl was anderes ausprobieren. Du musst wohl was anderes ausprobieren. Okay. Ich warte. Ich bin bereit. Mir ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Fragt nur, was möchtet ihr? Okay, wir haben gerade irgendein Wasserelementar-Gott getötet oder ein Wasserelementar-König. Wir hatten ja schon dieses Obererdelementar in Sendais Enklave, die uns so böse verdroschen hat. Oh, eine Gefängniszelle. Die Rache ist mein. Spürt die Hand. Da ist jemand eingesperrt. Ein Mönch. Sieht aber nicht so aus, als ob jemand den Schlüssel zu deinem Ding hätte. Einverstanden. Aber wir können das Schloss einfach so öffnen. Fasst mich nicht an, ihr schuppigen Klau. Und hustet. Keine weiteren Folter mehr, ich bitte euch. Wer seid ihr und was macht ihr, Clown? Ihr seid vor Schmerz wohl nicht ganz bei euch. Seid ihr verletzt? Wie kann ich euch helfen? Ihr habt keine Schuppen, ihr seid keine Echsenmenschen. Bitte hört mich an, Abbasiga muss aufgehalten werden. Darum bin ich hier. Ich würde ihn ja gern aufhalten, wenn ich wüsste, wo ich ihn finden kann. Ich will wissen, wer ihr seid, bevor ich euch trauen kann. Nehmen wir mal die zwei. Ich kann euch helfen. Helfen, Abbasiga zu besiegen. Ich kenne die Geheimnisse dieses Ortes. Ich fürchtete schon, mein Wissen würde mit mir sterben. Doch jetzt kann ich es an euch weitergeben. Die Tunnel, hustet, die Tunnel sind der Schlüssel zu heim. Abbasigas Höhlen sind durch unterirdische Gänge miteinander verbunden. Ihr müsst sie erforschen, wenn ihr einen Weg durch dieses Höhlenlabyrinth finden wollt. Vor den Tunneln wusste ich bereits, durch sie bin ich hierher gekommen, aber bei einigen Tunneln komme ich einfach nicht weiter. Einige Tunnel sind lang und dunkel. In diesem riesigen System kann man sich leicht verirren. Mehrmaliges Husten. Wenn ihr ein Seil hättet, könntet ihr es an einem Ende festbinden und es als Führung durch die Dunkelheit benutzen. Jetzt sagt mir nur noch, dass ihr ein Seil habt. Lasst mich raten, ihr habt zufälligerweise ein Stück Seil bei euch. Nehmen wir die 1. Ich habe dieses Seil im Saum meines Talars versteckt, für den Fall, dass ich es eines Tages
dass ich eines Tages Gelegenheit hätte, diesem grauenhaften Ort zu entfliehen. Mehrmaliges Husten. Nehmt es, es wird euch selbst durch die längeren Tunnel führen. Gibt es doch etwas, das ihr mir sagen solltet? Tausend Dank für das Teil 1, falls Pinsel. Ich lasse euch hier liegen und verschwinde. Nehmen wir die 1. Da gibt es noch etwas. Hustet etwas, das ihr erledigen müsst, bevor ihr Abbasiger zum Kampf fordert. Der Eingang zu Abbasigas inneren Kammer wird von einem Drachen bewacht. Keine Bange, ich bin mittlerweile ein geübter Drachentöter. Der Drache verfolgt Abbasigar nicht bedingungslos. Er steht unter einem Geist, der ihn dazu zwingt, den Eingang zu Abbasigas inneren Kammer zu beschützen. Selbst wenn ihr ihn besiegen solltet, ist der Zauber der Abbasigas Zugänge versperrt noch nicht gebrochen.